Alter, was hat Kai was Abi geht? Gemacht? Neuer Vlog bei Amaretto.de, ihr wisst Bescheid. Chelsea gegen Salzburg Vlog. Ich hab Miesburg, Alter. Wie gesagt, Leute, ich muss jetzt erstmal die Candy aufladen, dann geht's ab zum Stadion, Leute. Schauen wir mal, was ich heute filmen werde. Wir werden einfach mal sehen und ja, Leute. Leute, meine Prediction für heute. Ich sag ein knackiges 2-1 für Chelsea. Wie gesagt, heute geht's ja um alles oder nichts, Leute. Salzburg ist aktuell, glaube ich, mit 6 Punkten, 2. Platz. Chelsea 1. mit 7 Punkten und AC 3. mit 4 und Dynamo Zagreb mit 4. Das heißt, Salzburg muss auf jeden Fall heute gewinnen, Leute. Und ja, Leute, Alter, es wird zu spannend werden. Ich habe mies Bock auf das Spiel und ja, Leute. Auf jeden Fall, Leute, heute mies geiles Wetter, was ich mies feiere. Auf jeden Fall, ich sag nur, ab geht's zum Stadion. Wir sind unterwegs zum Stadion. Auf jeden Fall der Kollege auch da. Auf jeden Fall, was sagst du heute zu Salzburg? Chelsea Prediction für 3-1 heute? 3-1 Salzburg. 3-1 Salzburg? Ja. Okay, ich sag wie gesagt 2-1 Chelsea, aber ich hoffe, die regeln das heute, sagst du auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute, wir gehen jetzt zum Stadion. Oh. Auf jeden Fall, Leute, schau mal, was ich filmen kann. Wie gesagt, vor mir sind 200 Leute und ja, auf jeden Fall, Leute, der Chelsea-Block, muss ich sagen, ist echt gut voll. Also, ist nicht so gut voll wie bei Mailand Auswärtsblock letztes Mal hier, aber Chelsea, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, echt stabile Fans. Die Hymne immer wieder aufs Neue, ein Traum, einfach das Beste. Leute, schauen wir mal, ob mein Tipp heute aufgehen wird. 2-1. Ich sag nur, Torwart ist K.O. gegangen, Leute, nach 2 Minuten. Nein. Leute, ich sag nur, Aubameyang, Digga, wieder hoch und runter die Linie am Laufen. Geistkranker Typ. Ich hoffe, Alter, ich werde die Chance reinbekommen, Leute, weil hier ist so voll. Hier geht fast gar nichts mehr. Sag nur, Kepa im Tor, absolut souverän, der Dreh aktuell. So, 2 Bälle, 2 gefangen. Einfach stabil. Bruder, was ein Kampf zwischen diesen 2 Teams, Alter. Die hauen alles rein. Man merkt, es geht wirklich heute um alles, Leute. Gute Chance für Salzburg, Leute. Sucic hat es lang versucht, Leute. Aber leider das Tor. Schade. Auf jeden Fall, Leute. 1-0 für Chelsea durch Kovacic, Alter. Auf jeden Fall geisteskranker Schuss. Auf jeden Fall, Leute. 1-0 für Chelsea durch Kovacic. Der hat einen krassen Schuss abgegeben. In die Ecke rein. Unhaltbar. Auf jeden Fall, ich habe es nicht mal geschafft zu filmen, aber auf jeden Fall 1-0 für Chelsea. Sag mal, dickes Pfeifkonzert, Leute, weil ein Spieler von Salzburg liegt, Alter. Auf jeden Fall hitziges Spiel. Gott, Leute, ich hab's nicht mehr geschafft zu filmen. Irgendwer hat vor der Linie gerettet. Normal hätte 2-0 gestanden, aber irgendwer hat vor der Linie gerettet einfach. Wahnsinn.
guter Versuch von Okafor, Leute, aber wieder Kepa ganz easy gehalten. Auf jeden Fall, Leute, Halbzeit. Ich wollte nicht zu viel filmen, es ist nicht so viel passiert. Auf jeden Fall 1-0 für Chelsea. Ja, Leute, schauen wir mal, was in der zweiten Halbzeit so passieren wird. Ich hoffe auf mehr Chancen auf jeden Fall. Leute, komplette Eskalation in Salzburg. Weil Kovacic Hand gespielt hat, aber Schiedsrichter hat nichts gepfiffen, Alter. Auf jeden Fall schauen wir mal, ob das überprüft wird, weil da war echt ein Handspiel, aber hier geht's richtig ab, Leute. Hier geht's richtig ab. Salzburg, Leute. Okafor hat es gemacht, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall 1-1, Leute. Verdienter Ausgleich, würde ich sagen, Alter. Sehr, sehr stabil. Gute Stimmung. Dicke Chance für Chelsea, Leute, aber gut abgewehrt vom Keeper, Alter. Ist jetzt echt nur ein kämpftes Spiel, Leute, sehr ausgeglichen. Es wird hier um jede Torchance hier gehen. Leute, wie stark war das verteidigt, Mann. So gut verteidigt, Leute. Wahnsinn. Ist jetzt Chelsea echt am Druck auf den 2-1, aber Salzburg kämpft. Salzburg kämpft, muss man gehen lassen. Wieder gut gehalten, Leute. Vom Salzburg-Torwart. Was ein Spiel. Was hat Kai Abi gemacht, Leute? Digga, was ein Traumtor, Alter. Kai Abi hat es ja komplett auseinandergenommen. Bruder, was ein Tor, Leute. GG an Kai Abi, Alter. Geistkrank. Also, ich sag nur, ich glaube, das war genug für die Nominierung für die WM, Alter. Für Hansi Abi, Alter. Nach diesem Tor sage ich nur, der soll safe in Deutschland mit, Alter. Wahnsinn, was ein Tor. Schuss für Salzburg. Šeško hat auch vorgeschossen, aber Kepa hat so krass gesaved, Leute. Das glaubt ihr mir nicht. Alter, wenn das Chelsea gewinnt, dann ist Kepa safe Man of the Match, Leute. Das sag ich euch. Wieder Riesenchance für Chelsea, Leute, zum 3-1. Gut abgeblockt. Nochmal Riesenchance für Salzburg, aber vergeben. Frei vor dem Tor, Leute. Auf jeden Fall 87 Minuten und noch 2-1 für Chelsea, Alter. Was ein Spiel, was ein Spiel. Auf jeden Fall, Leute, das war's vom Vlog. Wenn euch da gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Chelsea hat gewonnen 2-1. Geht klar, würde ich sagen. Und ja, Leute, nächste Woche gibt es Bayern gegen Inter. Stadion-Vlog. Könnt euch schon darauf mal freuen. Und ja, Leute, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Amaretto.de. Ciao.